Hey Leute, ich habe Post von Paint Some Way bekommen und nach dem Intro zeige ich euch, was ich mir ausgesucht habe. Bis gleich. Ich habe die Tüte schon mal entfernt und da haben wir drei Produkte. Diesmal habe ich auch an die Anfänger gedacht, also falls du neu auf meinem Kanal bist. Hi, ich freue mich, wenn du bleibst und gerne ein kostenloses Abo dalässt. Und ich denke mal, mit dem Produkt für die Beginner unter uns oder für die, die diese Messtaschen mögen, fange ich mal hiermit an. Und zwar habe ich mir ein Set ausgesucht, welches man sehr gut mitnehmen kann. Und was da alles im Einzelnen drin ist, das zeige ich euch gleich mal. Ich nehme erstmal alles raus. Hier ist mir auch ein Stück Wachs durchgegangen. Da kümmern wir uns gleich drum. Ich werde erstmal alles, was die uns hier so reingepackt haben, an die Seite legen. So, da haben wir zum einen die Tasche. So eine habe ich auch ganz lange mit zur Arbeit genommen, bis mir meine Pinzette dann irgendwann mal ein Loch da reingepiddelt hat. So, jetzt ist die auch vom Klebi befreit. Und dann fangen wir jetzt mal an, die nach und nach wieder für uns zu beladen. Zum ersten, das kennt sicher jeder, haben wir so ein ganzes Set an Druckverschlussbeutelchen da drin. Kann man immer gebrauchen, wenn euch in der Tüte Reststeinchen übrig bleiben, die dann nicht in euer Döschensystem gepasst haben, je nachdem, wie groß die Dosen sind. Da gibt es ja auch verschiedene. Oder wenn ihr einfach Reststeine über habt nach dem Painten, dann könnt ihr sie hier in die Beutelchen packen und dann verschließen, sodass eure Steine nicht einzeln in den Tütchen rumfliegen und sich vermischen. Die haben wir einmal, die packen wir auch wieder ein, die kann man immer gebrauchen. Dann haben wir natürlich, auch wenn es jetzt ein bisschen zerdetscht ist, funktioniert es immer noch, 10 Wachsplättchen. Die haben hier aneinander gehangen, bevor sie gebrochen sind, so. Die kann man auch immer gebrauchen. Und zwar braucht ihr die, falls ihr nicht wisst, was wir hier überhaupt machen auf meinem Kanal. Ihr braucht diese Wachsplättchen, um eure Stifte zu beladen. Denn hier ist gerade kein Wachs drin und hier auch nicht. Hier könnt ihr drei Steine mit aufnehmen, hier ein. Dann habt ihr jeweils nochmal Einzelsetzer und dann einen Neuner und einen Sechsersetzer noch mit dabei. Außerdem habt ihr diesen orangenen, ganz schlanken Stift noch, wo ebenfalls nur Mehrfachaufsetzer drauf sind. Und die alle könnt ihr mit diesen Wachsplättchen beladen. Ihr zieht die Folie oben ab, denn da ist unten und oben eine Folie drauf. Und dann stecht ihr mit den jeweiligen Aufsätzen da rein und dann habt ihr das Wachs da drin, an dem die Steinchen beim Diamond Painting dann kleben. Also diese vier Stifte haben wir auch dabei. Ihr habt eine spitze Plastikpinzette dabei. Manche painten am liebsten mit denen. Ich habe inzwischen Metallpinzetten, aber auch die hat ihren Zweck und darf gerne da drin sein. Und dann habt ihr hier noch drei verschiedene Bötchen oder Schiffchen, wo ihr eure Steine reinkippen könnt zum Painten. Ihr kippt eure Steine da rein, schüttelt, dass die alle richtig rumliegen, mit der bunten Seite nach oben oder mit der spitzen Seite nach oben, je nachdem. Und ja, da gibt es halt drei verschiedene Größen. Ich painte aktuell am liebsten mit diesen Schiffchen. Die haben auch den Vorteil, ich painte ja auch mit den dünnen Stiften ganz oft. Ihr könnt eure Stifte da einfach reinhängen, wenn ihr eine Paintpause macht. Und er haut euch nicht mehr vom Tisch ab. Am Anfang sind mir die Stifte mal runtergefallen und mein Hund hat leidenschaftlich gerne meine Aufsätze zerkaut. Ja, davon haben wir drei Stück. Ihr könnt dann ausprobieren, welches ihr am liebsten mögt von diesen Bötchen. Eins hat natürlich einen Schnabel zum Ausgießen. Das ist sehr gut, wenn ihr eure Steinchen in eure Döschen füllen wollt. Die kommen ja immer in Tüten oder in Druckverschlussbeuteln. Das haben wir auch wieder drin. Und dann hatten wir noch so 30, ich vermute mal, dass es 30 sind. Hoppala, da machen sie sich schon selbstständig, weil sie etwas geknickt worden sind. Ist aber nicht schlimm. Die kleben noch, die können wir wieder aufkleben. So. Was haben wir hier? 7 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es sind sogar 70 Sticker. Die könnt ihr benutzen, um Zahlen auf eure Tütchen, auf eure Döschen oder sowas draufzuschreiben. Es reicht, um eine zweistellige Zahl draufzuschreiben. Die gibt es auch noch in größer. Hier haben wir sie jetzt in der Größe.
Finde ich total okay. Finde ich super, dass sie dabei sind. Und dann haben wir hier schon mal ein komplettes Set, wo ihr alles drin habt, um mit dem Diamond Painting loszulegen. Dann, wo wir gerade beim Diamond Painting sind, habe ich mir natürlich, wie immer, ein Teilbild ausgesucht. Für uns, für euch, für wen auch immer. Denn die liebe ich. Ich habe auch andere Bilder mal ausgesucht. Also ihr werdet auf meinem Kanal oder geshoppt auch mal Nicht-Teilbilder sehen. Einfach weil ich die mal ausprobieren wollte. Aber dieses hier ist jetzt ein Teilbild, das mir sehr gut gefallen hat. Und zwar haben wir hier einen dunklen Hintergrund und eine Frau oder ein Mädchen mit einer Katze. Und hier kommen ganz viele Sondersteine drauf. Also dieses Bild wird nur teilweise bepainted, nicht komplett. Der Hintergrund und die Katze sind gedruckt und dann gestalten wir den Kopfschmuck und den Hintergrund mit verschiedenen Strasssteinen. Hier haben wir nochmal ein Toolkit mit einem Stift, Wachs und einem Schiffchen, was auch zu dem Anfängerset passt. Und hier haben wir die Sondersteine. Die packe ich mal ein bisschen entfernt von der Kamera für euch aus. So, und dann zeige ich euch jetzt mal, welche Steine wir dabei haben. Wir haben goldgelbene Strasssteine, blaue, lilane. Dann haben wir nochmal so einen dunkelgoldenen Ton. Dann haben wir den Standard Silberton. Dann haben wir etwas dickere blaue Strasssteine. Gelbe Halbperlen, AB beschichtet. Dann haben wir dicke geschliffene Halbperlen und goldene Ellipsen. Diese ganzen Sondersteine kommen halt hier auf das Bild. Da haben wir 9 verschiedene. Ja, da freue ich mich schon drauf. Ich mache ja super gerne nebenbei Teilbilder. Da hat man ein schnelles Erfolgserlebnis. Wir packen Toolkit und Steine wieder mit da rein, weil, wie ihr wisst, nehme ich ja solche Sachen gerne mit. Und dann hat man auf einmal kein Toolkit im Rucksack. Dann ist man aufgeschmissen. Das ist das zweite Produkt. Jetzt habe ich mir noch ein etwas größeres Produkt ausgesucht, das ich euch gern zeigen möchte. Das haben wir hier. Das ist ein Kartenset. Das packe ich auch mal kurz aus. Kurzes Geknister. Die Tüte tue ich auch nicht weg. So. Das geht ein bisschen schwieriger. Ich mache es mal auf den Tisch. Zum einen haben wir hier ein Toolkit mit Druckverschlussbeuteln. Sehr gut. Wir haben die ganzen Umschläge für die Karten. Hier sind es 3, 6, 8 Stück. Also haben wir 8 Karten. Dann haben wir ein Paket Steine. Die gucken wir uns gleich genauer an. So, so sind dann nämlich auch die Karten. Die haben auch einen leichten Knick bekommen beim Transport. Ein bisschen schade, weil natürlich alles in diesen Umschlägen kommt. So, ich knicke mir die dann auch immer schon passend. Dann können wir uns nämlich auch ein bisschen gerade machen. Also die Karten faltet ihr einmal so. Und wie ihr hier an dem Spruch seht, sind es Sommerkarten. Hier steht nämlich Hello Summer. Und dann haben wir hier zwei Hände, die mit Cocktails anstoßen. Und da steht Cheers drauf. Mit Sondersteinchen sehe ich. Und hier bepaintet ihr die beiden Cocktails und das Wort. So, und dann zeige ich euch den Restkarten auch noch. So, manche sind hier am Ende geknickt. Wir haben ein Seepferdchen. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Wir haben eine Strandszene, wo die ganzen Sachen hier am Strand bepaintet werden. Wir haben einen Strandkorb. Das ist so ein Kartenset, das habe ich noch nirgendwo gesehen. Bisher. Ich lege es mal ein bisschen ins Bild, dann könnt ihr ein bisschen besser gucken. Wir haben Flip-Flops und Welcome. Gefällt mir auch sehr gut, diese Karte. Wir haben ein Delfin unter Wasser. Gucken wir uns gleich noch an, mit was für Steinen die bepainted werden. Wir haben eine Schildkröte unter Wasser.
Und das gefällt mir auch sehr gut, denn so ein Fahrrad habe ich, so ein ähnliches. Wir haben ein Fahrrad am Strand. Auch sehr schön. Also die Karten werden dann mittig einmal geknickt. So sieht die Karte dann aus. Hinten so. Und jetzt zeige ich euch einmal die Steine zu den Karten. Ja, wenn ich die mal verschenke, dann muss ich halt den Knick ein bisschen rausmachen. So. Da ging die Tüte etwas leichter auf. Wir haben ganz, ganz viele Farben. Ich werde die mal nicht benennen, wir gehen die einfach nur mal durch. So. Sehr viele Sommertöne, Grautöne, Blautöne, wie es sein muss. Grüntöne, es ist alles mit dabei. Pink. Was ich ein. Ach, da unten. Ich wollte gerade sagen, was ich ein bisschen seltsam finde, ist, dass ich Sondersteine hier zum Beispiel sehe. Hier jetzt in der Schlange keine waren, aber hier sind sie. Wir haben kleine bunte AB-Ellipsen. Wir haben goldene Tropfen und rot AB-beschichtete Tropfen. Die drei Sondersteine sind auch noch mit dabei. Also richtig, richtig viele Farben. 29 Farben. Haben wir. Wir haben die Tütchen nämlich durchnummeriert. Ja, das ist krass, ne? Das ist richtig viel. Das sind die drei Produkte, die ich mir aussuchen durfte. An dieser Stelle und am Ende des Videos bedanke ich mich bei Paint Some Way, dass sie mich gefragt haben, ob ich ihren Shop mal ausprobieren möchte. Es ist alles so angekommen, wie ich es mir ausgesucht habe und auch alles relativ schnell angekommen. Bisher habe ich die Erfahrung gemacht, dass das unter 2 Wochen gedauert hat. Und jetzt packe ich mal kurz zusammen und dann sehen wir uns gleich nochmal zum Outro wieder. So, ich habe alle Produkte, die ich euch vorgestellt habe, wieder zusammengepackt. Ein sehr schönes blaues Trio. Und ja, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, ob ihr die schon kanntet. Ich weiß zum Beispiel, dass diese Art hier relativ neu ist. Die waren für mich halt auch sehr neu, die Karten. Und ja. Was ihr so von meiner Auswahl haltet, dürft ihr mir auch gern schreiben. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr da bleiben möchtet und meinen Kanal kostenfrei abonniert, freue ich mich auch. Und aktiviert durch zweimaliges Draufklicken gern die Glocke, dann verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Das ist das Mittwochsvideo. Heute ist Dienstag zur zeitlichen Einordnung. Am Freitag gibt es meinen Monatsrückblick für den Monat Mai, mein absolutes Lieblingsvideo. Immer die Rückblicke, denn auf meinem Kanal befinde ich mich ja in meiner Stash Detox Challenge, was bedeutet, dass ich meinen Vorrat an großen Bildern aufbrauche, ohne mir neue bei den namhaften Herstellern zu kaufen. Ja, jetzt habe ich sehr viel kleines Zeug auch eingesammelt. Das kommt Freunden, Verwandten und euch irgendwann zugute, denn ich habe vor, mit der ganzen Kiste auch mal Verlosungen auf meinem Kanal zu starten. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, was heißt zu starten? Ich habe schon zweimal was verlost. Die nächste Verlosung gibt es bei 2000 Abonnenten. Und ja, das wird ein Fest, sage ich euch. Das war's von diesem Video. Vielen Dank nochmal an die Firma Paint Some Way, dass ihr mir die Ware zur Verfügung gestellt habt. Alles tipptopp und ich würde sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.